Seid gegrüßt und willkommen zurück zu School and Bones, die Open Beta natürlich für den krassen PC. Und wir werden die nochmal schnell ausnutzen, bevor die Open Beta hier endet, unser Schiff hier nochmal kräftig auszubauen. Wir gehen hier erstmal nicht doch zu den Schmied erstmal. Ihr arbeitet euch weiter hoch, hm? Wie wäre es mit neuen Kanonen für euer Schiff? Erstmal was verkaufen. Neun Gegenstände herstellen. Du besitzt den erforderlichen Bauplan nicht. Ja, Moment, da müsste ich mal schnell. Zu meinem Briefkasten. So. Nehmen. Bitte bestätigen, das Lagerhaus, ja. Alles erstmal ins Lager. So. Kopfgeldbrett, Auftragsbrett. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie das war. Mit die Baupläne. Schon wieder zurück? Ihr mögt wohl meine liebreizende Gesellschaft. Bauplan bereits im Besitz. Ah, okay. Ja, vom Preis her geht das alles noch, sag ich mal. Torpedo war. Ah, okay. Ah, jetzt kapier ich. So. Die sind ein gieriges Pack. Eine Forelle im Topf ist besser als ein Lachs im Meer, sagte meine Ma immer. Benötigt Bukanier 1. Ah, da muss man herkommen. Ah, okay. Du besitzt den erforderlichen Bauplan nicht. Ah, das muss man erst alles suchen. Ja, okay, dann bringt mir das hier erstmal gar nichts. Ah, die Baupläne muss man auch noch suchen. So, aber hier könnte man was machen. Panzerung. Das ist das. Ah, okay. Mit Grog bin ich schon lange fertig. So, hier führt natürlich auch der Bauplan. Das hier bleibt unter uns. Wenn ihr es braucht, kann ich es machen. So. Das könnten wir. Oh ja, doch, nee, ist doch alt ein bisschen zu teuer. Ja, man braucht halt diese. Diese Baupläne. Und die ganzen Bestandteile. Mögen eure Reisen euch auf warmen Sand.
So, nochmal zu den Schmied. Ihr mögt wohl meine liebreizende Gesellschaft. Ja, ich möchte aber hier auch mal eine richtige fette Kanone. So, da brauchen wir wieder Zahnräder. Bringt mehr Münzen. So, Veredelung, was haben wir hier? Willkommen, Kapitän. Soll ich euren dicken Schädel als Werkstück verwenden oder habt ihr mir Rohholz mitgebracht? Und damit meine ich Eisenholz, Akazie, Wacholder, wirklich alles, was ihr finden könnt. Ohne mich überlebt kein Pirat in diesem Hafen hier. Erzähl mir mehr von eurem Handwerk. Diese Hände verwandeln natürliche Ressourcen in nützliche Dinge. Ich veredle fast alle Rohstoffe und verarbeite sie weiter. Planken, Stoffe, Barren. Vera stellt euch alles her. Die Herstellung hochwertiger Gegenstände erfordert oft veredelte Materialien von höherer Qualität. Veredler können deine Rohmaterialien zu veredelten Materialien verarbeiten. Naja, haben wir natürlich erstmal nichts, wa? Ach doch, das kann er hier. Ah ja, okay. Das kann sie alles veredeln. Verstehe ich, warum man euch viel zutraut, Kapitän. So, habe ich das jetzt auch mitgenommen? Habt ihr mich vermisst? Keine Angst, ich gehe nirgendwo hin. Anscheinend. Seeleute protzen gern mit der Größe ihres Schiffes. Aber es kommt darauf an, wie man es navigiert. So. Ja, das brauchen wir da auf jeden Fall nicht machen. Haben wir eh keine Chance. Irgendwelche Kopfgelder. So, Moment. Da möchte ich auf jeden Fall die Halbkanone haben. Die Reichweite geht aber ein bisschen runter. So, Panzerung. Können wir mal ranklemmen. Ausstattung, Ausguckstation, Tauwerkkasten. Erwartet uns eine Schiffsladung französischer Schätze, Captain. Achso, gut, man kann. Ähnlicher Gegenstand schon ausgerüstet. Wir können noch mehr erreichen. Oh, ist Wahnsinn, was man hier verändern kann. Aber wir kommen so langsam bisschen dahinter. Das kannst du dir nicht leisten. Ja, auf jeden Fall, ey. Das ist ein bisschen teuer, ja. So, was haben wir hier? Schiffsverschönerung. Runter von meinem Schiff. So langsam sind wir warm, was?
Gut, und jetzt können wir gar nichts mehr machen. Also ist schon Wahnsinn, was man hier so alles verändern kann. Da kannst du natürlich sammeln, bis der Arzt kommt. Sherlock sagt, die Royal Louis sei bei den Inseln des Mondes. Plündern wir ihre exotische Fracht. Säge zum angeblichen Aufenthaltsort der Royal Louis. Nee, warte mal. Ja, das ist das, okay. Ah, das ist da oben. Alles klar. Das ist natürlich eine kleine Ecke. Ob wir hier so durchkommen, müssen wir mal gucken. Natürlich können wir jetzt auch hier das andere hätten machen können. Mann, mein Schiff hier. Aber Moment, warte mal. Muss hier genau gucken, wo was hier ist. Ja, entspannt euch doch mal. Erstatte den Schmiedbericht. Ja, und das war wieder hier, ne? Ja, wir fahren jetzt da hoch. Wir machen hier eins nach dem anderen. Oh, glänzendes Metall. So, das geht ja eigentlich ziemlich zügig. Ein bisschen Silber mitgenommen. So, Stufe 3 haben wir auch erreicht. So, kommen wir überhaupt hier durch? Müssen wir eigentlich. Müssen wir locker durchkommen, ja. Oh ja, die ist schon. Hat schon ein bisschen mehr Druck. So, schön alles einsammeln. Ja, 12 Knoten ist jetzt nicht super schnell, aber für uns Reichweite hier reicht das erstmal. Sehr. Das Schiff ist manchmal sehr, sehr unstabil.
So, mal wieder ein bisschen Ausdauer generieren. Also, das kann ja was werden in der Vollversion, was man da alles sammeln muss, ist ja des Irrsinns, ey. Da kann man natürlich sammeln bis zum Umfallen. Ja, und oben rechts dieses Ausrufezeichen mit dieser komischen Netzwerkverbindung, das sind halt dann immer die Server. Ja, hinten habe ich leider keine Kanonen. Ja, die Ausdauer ist wirklich wieder am Ende. Mal kurz was gucken. Oh, komm schon, komm. Den hätte ich fast platt gemacht. So, da ist er. Gut, unsere Energie ist ein bisschen runter. Ja. Kann ich so nicht auswählen, shit. Reparaturen abgeschlossen. Das ist schön. Oh wow, jetzt funktioniert das ja mal hier richtig. Ja, ist ja schön, dass meine Ausdauer mal wieder richtig schön fett am Arsch ist. Kann ich gar nicht vorwärts kommen. Alter Schwede, ey. Die mit ihrer Ausdauer ständig, ey. Ja, das war mal ein Volltreffer. Ja, und überall feindliche Schiffe, ey. Die müssen natürlich erstmal weg. Die müssen erstmal alle vernichtet werden. Sonst läuft hier gar nichts, ey.
kaputten Kinderkanonen, scheiße. So, erstmal alle schön platt machen hier. So eine Scheiße, ey. Dreh dich, du Scheißkahn, dreh dich. Die gehören uns. Ihr verflucht diesen Tag noch. So, da hinten müssen wir hin. Hier ist ein scheiß Chaos, ey. So, da möchte ich jetzt hin. Ausdauer ist Katastrophe, ey. Dreh dich, du Scheißding. Die kleinen Schiffe sind doch ein Problem, ey. Ja, genau, immer mehr. Super, klasse. Oh, ich kann nicht reparieren, ey. Hinter mir sind auch noch drei Schiffe. Ja, ich weiß, ich muss näher ran. Ach, Mann, shit. Schiff, dreh dich doch mal, verdammt.
Den mache ich platte, zeig euch. Kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Oh, komm, vorwärts, bleib doch nicht stehen, bist du verrückt? Ja, nix mit Entern. Boah, ey. So, okay. Und jetzt wieder zurück, ey. Schade, ey, so die, Schnellreise. Funktioniert nicht so. Also müssen wir wieder zurückpaddeln. Mit lausigen 12 Knoten natürlich, ne? Überlegst dir. So, das war's. Schön platt gemacht. Aber die wollen alle zerstört werden, ne? Ja. Oh, direkt vor mir, Mann. Ja, manövrierunfähig, die Säcke. Heckkamera kann man nutzen. Gekochtes Essen, Fotomodus, Wasserflasche. Ah, okay. Aber die wollen das hier heute anscheinend wissen, ne? Ich mach euch kaputt, ey.
Ja, wir sind nicht überladen, erzähl nicht. Wir haben noch alle im Lager, wir sind nicht überladen. Ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Mission, außer dass meine Ausdauer immer wieder hier am Arsch ist. Weil sonst paddeln wir hier morgen früh noch hier rum. Oh, Schräglager lässt grüßen. Ja, und ran am Felsen, genau. Also um das Schiff komplett auszubauen, mit veredeln, das wird ein bisschen dauern. Also später dann in der Vollversion. So, dann geht es hier halt ein bisschen schneller, wenn wir hier ein bisschen Fisch fressen. Dann geht es hier halt ein bisschen schneller. So, Ziel erreicht. Das Gerlach hat schon von euren Taten gehört. Gerlach glaubt, er könnte es mit den Verfahren. So, Überfall auf hoher See, das haben wir eigentlich gemacht, ne? Hauptsache der Captain ist tapfer. Hey, eine Mannschaft aus richtigen Piraten kann ein Vermögen machen. Oder beim Versuch sterben. Frachtraum? Finde und stiehl Karadex Kopfgeld. Untersuche Karadex Beutekarte in deinem Frachtraum. In meinen Frachtraum? Muss ich erstmal gucken. Erwartet uns eine Chefsladung französischer Schätze, Captain. In meinen Frachtraum. Ah. So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Eure Aufgabe ist einfach: Tötet den Bastard und seine Mannschaft. Wenn ihr erfolgreich seid,
werdet ihr reich belohnt. Reist nach Meer der Riffe, Rote Insel, und holt euch eure Belohnung. Das am Außenposten königlicher Ruhestätte ab. Okay. Brechstange 3, Spitzhacke. So, hier ist noch eine Kiste. Glück ist nicht alles. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. So, dann müsste ich aber erstmal auf der Karte gucken, wo das sein soll. Ach, das zerstören, okay. Boah. Oh, manchmal ist die Karte... So. Wir können noch mehr erreichen. Warte mal, ist Musik Karatex, okay. Rote Insel, ey. Alter, wo sollen die sein? Rote Insel. Oh, nee, das rote, das Hügel. Ja, wo soll das sein, ey? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, willst du Segel setzen oder nicht? Meer der Riffe. Rote Insel. Boah, ich hab hier keine rote Insel. Rote Insel, keine Ahnung. Hier war Meer der Riffe. Da. So. Reis nach Meer der Riffe. Aha. Das ist er dann hier irgendwo, muss das sein. Aber das ist eine ganz schöne Ecke. Wo ist der Schatz, den Skurlock versprach? Wir haben nur eine zerfetzte Karte, die von einer Falle für Skurlock spricht. Wir wurden beide getäuscht, Captain. Ja, geile Sicht hier auf jeden Fall. So, dann erstmal da runter paddeln. Erstmal hier runter. Und dann da hoch.
Muss erstmal gucken. Meer der Riffe, rote Insel, tote Insel. Halt. Meer der Riffe, rote Insel. Ja, gut, okay. Wir haben mal schon fünf. Oh, ein bisschen schneller, bitte. So, wir haben jetzt hier keine Zeit hier zum Kämpfen. Kapt's ein bisschen eilig. So, wieder bis da runter paddeln, ey. Dieses Obst sieht sehr appetitlich. Hätten sie eigentlich auch mal früher sagen können, dass man da nachgucken soll auf dieser verdammten Karte. Oder wir haben nicht drauf geachtet, kann natürlich auch sein. Damit die Alten ein bisschen schneller geht. Ja, bis da runter, ey. Und wir haben hier auch kein... keine Schnellreise, nix, ey. Ja, eine schöne Ecke. Und warum das Schiff hier immer so eine Schräglage hat? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, wir könnten eigentlich hier auch so einen kleinen Cut machen. Dann dauert es nicht allzu lange. Dann machen wir auf jeden Fall hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also, haut rein und bis dann.